Ach, schön. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Gib Gummi, Alter. Fahr doch mal. Mann! Wer bremst, verliert. Ja. Das machen die aber alle. Ah, nur noch 0,5 von Ryan entfernt. Oha. 0,4. Aber wir sehen uns leider nicht. Muss leider direkt gleich wenden. 0,3. Und ich fahr zu schnell. Warum fliege ich immer deinem Namen? Bist du einfach mal weggeflogen? Ich hab's gesehen gerade. Ich war so, what? Ja, schön. Hast du die letzte Fahrt? Nein, nicht spoilern. Da ist noch ein Bus von unserer Busgesellschaft. Junge, da geht keiner über die Straße. Mach, dass du Land gewinnst. Mann, 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 Mann. Haben's alle hier. Lüsterweg. Was meint ihr denn jetzt mit dem Lüsterweg? Flüsterweg! Ach, Flüsterweg! In deinem Namen verschwindet schon wieder? Alter, wait. Sehr lüsterner gerade auf dieser Strecke. Ja, ja, du verstehst auch noch, was verstehen wir jetzt, ich weiß. Natürlich. Oh. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Oh, hier hat einer bei mir ein UFO gesehen. Die haben Lass es bleiben. Wow. Lass es mit dem Hund bleiben, meine Gutste. Das funktioniert eh nicht. Er will sich einen Hund anschaffen. Sie soll es lieber sein lassen. Ja, du willst ja auch einen Hund anschaffen. Nein. Doch. Nein. Anschaffen. Ich möchte einen Panda. Ich möchte einen Panda haben. Du darfst aber nicht jetzt Haustier halten. Ja, leider. Ich darf das. Ist so ein roten Panda als Haustier? No. Ich hätte gerne einen großen Panda als Haustier. Die sind süß. Ich hätte gerne einen roten Panda. Aber ich habe Salem. Der geht als Panda was Speerkatze durch. Tipsy geht auch als Panda durch. Ja, ja. Er ist an sich, sein Körper ist hell, seine Fötchen sind dunkelgrau, er ist ein Panda und seine Ohren sind auch dunkelgrau. Er ist einfach ein Panda. Und flauschig. Er fühlt halt einfach. Oh ja. Er fühlt den Vibe des Pandas halt einfach. Ich hab meinen Mann Salem auch. Ist genauso gemütlich wie ein Panda. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Als ich? Gott, die hat aber ein Stimmbruch eben. Ich glaube, ich komme auch mit Stimmbruch, so wie ich mich anhöre. Ja, ist wirklich so. Juhu, Blitzerfoto! Schokoladenseite drauf. Alle schön grinsen. Irgendwann kommt Hybrid dann in den Voice und keiner weiß, wer es ist. Ich war schon im Stimmbruch, alles gut. Nee, zum Glück. Das kommt nochmal. Ja, ja, genau. Ja, gerade bei dir, du bist halt einfach so außergewöhnlich, bei dir kommt das einfach zweimal. Na. No. Du weißt nicht, ob das jetzt so positiv war oder negativ, aber. Du hast gesagt, ich bin außergewöhnlich. Ja, das kann man aber auch auslegen, wie man möchte, weißt du? Ja, ich weiß. Ob das jetzt so mega positiv ist? Also, ich weiß ja nicht. Ja? Aber wir nehmen es einfach mal als positiv hin. Ich wollte gerade sagen. Ihr nehmt es jetzt als positiv einfach hin. Ob es im Endeffekt jetzt so bei euch ist, ist erstmal egal. Ja. Ich erklitsche Autos bleibt durch. Alles so, wie es ist, ob du nun hier bist und nicht. Und nicht. Dieses und ist entscheidend. Ach Gott, ich habe zwei Kreisverkehre drin. Ja. Easy. Ich krieg sie fast hin mittlerweile. Ich krieg sie hin. Aber nur wenn du nicht den Ziehharmonika-Bus hast. Ja, dann kriege ich ja nicht mal diese Bodenschneide, ohne dass ich Strafe kriege, was total blödsinnig ist. Also, ich starte, wenn ich die Route fertig habe, dann spiele neu, hol mir was zu trinken und dann fahre ich die nochmal. Da gucke, ob es dann besser ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte. Ryan. Ja. Da. Schau mal. Es schwebt. Es schwebt! Es gibt Geister! Es schwebt! Oha!
Ja, gut. Also, kommst du da drunter durch? Jo. Ich komm drunter durch. Das ist dumm. Das Spiel möchte uns etwas sorgen. Ja, ich glaube auch. Oh. Schön, ey, wirklich schön. Geister. Geister. Weißbrot. Geister mit Flügeln. Okay. Ja, das war aus der Ringe. Darf die Tür mal bitte? Der Satz war aus der Ringe. Der war noch nicht mal erfunden. Das war bei den fliegenden Ringgeistern, bei den Nazgul. Gollum! Ja. Ist so! Ja. Jeder Herr der Ringe-Fan weiß das. Ja. Geister mit Flügeln! Den Toten zimpfen. Genau. Siehst du? Er weiß es. Geister! Geister mit Flügeln! Ah, so cool, ey. Hat jetzt niemand gesehen? Ich hab's tatsächlich nicht gesehen. Glück. Ja, ich guck gerade schon wieder Ryan zu. Das ist eben bei dir? So. Ich bin immer so ein bisschen im Wechsel. Warum? Ja, ist das schon die zweite Oma, die bei mir kein Ticket hat? Was ist da los? Ja, Omas können sich kein Ticket mehr leisten. Ja, hast du dir schon mal die Rente angeguckt? Wollte ich gerade sagen, habt ihr euch mal die Rente angeguckt? Die alten Leute immer sagen, ja, Ticket, ganz wichtig. Ja, aber die Rente, die haben doch nichts. Ich brauche einige Fakten. Ich habe auch nicht so viel Tickets kaufen. Kreisverkehr ohne irgendwas in die Luft zu jagen geschafft. Yay. Und da war noch mal eine. Danke. Ja. Eine Fahrkarte bitte. Nee, ich meine, so ein doppelter Kreisverkehr kommt noch mal. Oh. Der kommt noch ganz oft. Auf deiner Fahrt nicht mehr so oft, aber insgesamt. Ich habe jetzt einen Bonus gekriegt, weil ich einen Blinker korrekt gesetzt habe. Weil ich in den Kreisverkehr reingefahren bin. Wir sind doch in Deutschland. Was? Hier, ja. Bitte. Was? Ich weiß es nicht. Ja, mehr oder weniger. Hier. Ja, es ist europäisch, ja. Ach so. Keine Ahnung. Ja, aber hey. Also ja. Kennzeichen quasi mit dem Lanz ist deutsch. Ja. Die steht ja eigentlich für deutsch. Mit dem Lanz? Mit dem Landzeichen, ja. Die Stadtnamen ergeben, glaube ich, nur größtenteils keinen Sinn. Und die. Beim 21er habe ich gesehen, dadurch, dass ich hier gestern die ganzen Collectibits eingesammelt habe, da hast du alles drin. Da hast du irgendwie San Francisco mit drin, dann hast du da New York mit drin, dann hast du da. Also. Hier sind alles Hallo. Drin. Oh nee, nicht schon wieder Rolli, bitte steig woanders ein, nicht bei mir. Hallo. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Joker. Nein, nehm mich nicht mit! Ich muss doch hier raus! Entführung! Erst bei der nächsten Haltestelle. Wie oft wollen Sie dich? Mach die Tür auf! Wollen Sie die denn noch sehen? Vorne die Tür. Was, ich kontrolliere das mal. Ja, ich bin doch so nett und kontrolliere. Anstatt einfach die Tür aufzumachen. Wie du es bei mir mal machst. Ja, aber ich wollte dann erstmal kontrollieren. Alles gut. Ich habe kein Schwarzfahrer gerade drin. Ich hatte vor der Ja, Gesundheit. Geschafft. Ja, da ist die nächste Schwarzfahrerin. Ja. Ich bin 19.000 im Plus. Entdeckt. Und? Ja. Oh, nur 963 für Kunden. Oh nein, eine Bahn! Was soll ich denn jetzt zu essen? Nein, halt an! Oh. Puh. Ich hab jetzt diese Strecke geplant, ey. Ich? Ich plane alle Strecken. Ist das nicht cool? Nein. Doch, voll. What the fuck, da stand nicht mal einer. Nein, ich häng an der. Oh. LOL, 20.000, weil ich nicht mal einen einen Fußgänger überfahren hab. Nein, da kommt nicht mal mit Schienen drüber. Oh, cool. Du hattest einen fliegenden Bus. Oh ja, der war gut. Aber ich komme wenigstens über Schienen drüber. Da war ja auch ohne Schranke.
Ja, dann musst du halt warten, bis sie nach oben geht. Dafür hattest du bei deinem Ziehharmonika-Bus für jeden Schritt, den du gefahren bist, Schaden bekommen. Ja, durch einen Bug. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wahrscheinlich hat sich wirklich jemand mitgenommen. Das hat man im Stream bei mir gesehen. Ich bin da gefahren. Ich habe extra die Außensicht gemacht, damit man sieht, dass wenn ich fahre, dass da nichts ist. Vielleicht war ja was unter dir. Ja klar, du bist unter mir. Oh. Was? Oh, Ryan. Okay, das wird natürlich besser. Okay, da vertiefen wir jetzt ein bisschen. Nein, aus. Ja. Oh nein. Hier schon, dass ich das jetzt ewig vorhalten werde, oder? Ja, ist okay. Damit kann ich mehr leben, als wenn das mir andere vorhalten, glaube ich. Ja, okay, das ist gut. Schön. Wirklich schön. Die Strecke überhaupt schon mal jemand gefahren? Die du fährst, ja, ich. Und du fandst die gut, die Strecke? Ja. Oh, okay. Ach, mein Freund. du bist die Baba Bambus Dings schon gefahren? Ach so, die fährst du? Nee, die bin ich noch nicht gefahren. Die fahr ich gleich. Ich wollte schon sagen. Ich war immer noch bei dem anderen Ding. Ich habe nur nicht gemerkt, dass du die andere fährst. Ananas. Ananas! Nee, er hat wirklich Ananas gesagt. Hey, Ananas? Ja, so richtig. So, als würde das niemand hören. Also. Ananas. Oder vielleicht meint er, dass die Ananas ist. Nee, da kam er wieder mit Beethoven und Trippis hoch. Ach so. Wenn die Ananas das ist, dann. Das lasse ich nur meistens weg. Hybrid? Nein, aus. Also, wenn die Ananas aus. Ist, dann muss man was machen. Aus. Danke. Ich brauche mir nachher noch was aus dem Kühlschrank holen. Eine Sahne? Nee. Was Mangoartiges. Das ist auch nass. Was denn? Ja, mit ganz bescheuerten Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. 0,1 Kilometer. Ja. Dein Name ist eben schon wieder geflogen. Ja, so wie sie es gehört. Ich fliege immer mit Bussen bis zum Weltraum. Fly away. Auch ein Panda-Astronauten. Wenn ich was in dem Game kann, dann Kreisverkehrer. Das sagst du auch jetzt nur so, was niemand sieht. Musst du reingucken. Nee, dann läuft bei mir das Spiel nicht mehr so gut. Ich könnte reingucken, aber gerade gucke ich da rein. Du bist gleich wieder dran. Ich hatte abgewechselt. Ja. Mit Handschlag so auswechslungsmäßig. Ja. Da, Ryan, ich sehe dich. Ich sehe dein Hinterteil. Vom Bus. Ist mein Arsch jetzt so fett oder was? Nein, aber dein Bus ist so lang. Ja, doch ist er. Nicht fetter als meiner. Ich denke mir jetzt meinen Teil. Wir haben den gleichen das Bus. Weißt du gar nicht. Wir haben aber den gleichen. Ich rede aber gar nicht vom Bus. Ich auch nicht. Dann ist es sehr gruselig, dass du sagst, wir haben den gleichen. Ich habe an den neuen Superhelden gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, ich frag dir jetzt nicht noch, warum, wieso, weshalb. Nee, ich lasse es einfach so stehen. Lol, zwei Leute machen hier einfach mal einen fetten Selfie. Oh, da ist wieder ein körperlich beeinträchtigter Passagier. Körper nicht. Körper nicht beeinträchtigter. Ganz genau. Ja. Und Hybrid ist nur noch 0,1 Kilometer von mir entfernt. Fahre die 9. Baba Bambus. Bei die 10. Hybrid, ich sehe dich. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Hallo. Schlecht Bus fahren. Er hat zurückgehupt. Achso, da reicht Hupen, ja? Ich verstehe. Eigentlich komme auch gleich bei dir vorbei. Nee, ich glaube nicht. Ich hasse die Werbepausen. Oh, Mensch. Nein, lass dein Katzenfoto da weg. Ja, ich pack's ja schon wieder ein. Schau mich nicht gleich an.
Nee, der Typ, der hier mir gerade ein Katzenfoto zeigen wollte. Ach so. Ja gut, schön, der schön. Zeigt das jedem, der es nicht wissen will. Ba 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 da. Da Salami. Ba 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 da Salami. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was checken. Ja, das ist der Bus in Irrenhaus. Hä? Hast du jetzt geguckt, welche Nummer bei dir dran steht oder was? Ja. Das ist safe der Bus ins Irrenhaus. Ja, deiner, ja klar. Weil da warst du ja auch hin. Ja. Eigentlich müsste dein Bus nach Übertreibertown gehen. Übertreibertown? Nein, nach Vortown. Vortown? Oh, du bist ein richtiger Vortownie. Das kriegst du nicht mehr weg, das weißt du, ne? Ich weiß. Wir haben den Film zusammen angeguckt, also ziehen wir das jetzt auch voll der Kanne durch. Ich hab den mit Frisches gesehen. Ist Frisches jetzt auch ein Vortauni? Ich glaub nicht, aber ich. Ja. Ja. Das Lied wurde unter anderem von Billie Eilish geschrieben, ne? Ja. Yeah. Na toll, ich hab ihn angefangen. Auch Zuret. Nein. Ich bin 21.000 im Plus. Wie geht das denn? Christina ist amputiert. Was? Nein. Was? Da stand wirklich amputiert. Es ist nicht adoptiert. Da stand amputiert. Ja, da stand wirklich amputiert. Warum stand... Hä? Ja, ich frag einfach nie. Neulich, ich glaube Mittwoch war das, da hatten wir uns noch drüber lustig gemacht. Weil es bei mir ja richtig stand. Aber alle amputiert verstanden haben. Ja, was steht auf der Straße? Ach, Zuret. Oh. Oma, wir haben eigentlich keine Leute bei mir im Bus. Egal. Wird überbewertet. Besser so viele Leute. Dann wieso? Ich fahre zurzeit recht solide. Ja, dann bin ich stolz auf dich. Ich bin im Plus, guck. 21.000. Wow. Ja. Altaria wird besser. Ja, werd jetzt richtig gut und seriös. Ich die Oma fragen, richtig. Man geht nicht einfach über die Straße. Zuret, war da ein Zebrastreifen? Wenn ja, dann darf man das. Genauso wie wenn die Ampel grün ist. Nein. Doch, sonst kommst du ja nie über die Straße. Es gibt aber auch ein Apfelrot. Da darfst du jetzt eine Apfel auch nicht mehr essen, wenn eine rot ist. Aha, also wenn ich mal wieder bei Apfeldings da fahre, dann, ne? Nee, du kriegst, nee, da gibt's ja Strafen für dich, da kriegst du ja Geld weniger. Ja, komm, das ist Schiebung. Du bist ja kein einfach, Fußgänger. Bitte. Schiebung. Durchgrün. Schiebung. Danke. Nein. Ich brauche eine Fahrkarte. Videobeweis. Lösche ich. Gib kein Videobeweis mehr. Sägewerk? Nee, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Was? Ja, ich kann den Videobeweis ja löschen, indem ich den Stream lösche. Ja. So was Böses würdest du nie tun. Der ist viel zu lustig. Wer weiß. Ich weiß das. Ich hab die Strecke gleich geschafft. Die Oma kommt mir verdächtig vor. Weh, die fährt jetzt nicht schwarz. Vorne. Doch nicht so verdächtig. Ja. Ich hab's gleich geschafft. Was ohne einen Menschen zu überfahren. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Wirklich, das Stück hätte jetzt wirklich laufen können. Also wirklich. Alter, das war einmal um die Ecke. Der Typ läuft irgendwie komisch, aber okay. Weil mein Typ irgendwie komisch läuft. Mein Typ läuft komisch? Ja. Komm, jetzt
Ja, da sagst du nichts mehr, okay, ich verstehe schon. Aber hey, wie, du kommst in meine Richtung. Ich dachte, du redest mit deinem Dario. Ja, seid doch Kilometer von mir entfernt. Hey, 0,8 bitte, ja, ich fahre gerade den Kreisverkehr. So. Ich bin jetzt mit meiner nächsten Fahrt hier durch. Ich fahre jetzt gleich dieselbe, die Ryan fährt. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe gerade bei Steineckkirche, habe ich Steineckkirche gelesen. Okay, ich glaube, ich sollte mal wieder zum CTS gehen. Okay, du musst beim Kreisverkehr wirklich reinblinken und rausblinken. What the fuck, Alter? Was ja. Was denn? 25.000! Na, Ryan, was sagst du dazu? Ich bin stolz auf dich. Juhu, Ryan ist stolz auf mich. Guck mal, Hybrid will gar nichts mit mir zu tun haben, der fährt einfach von mir weg. Ja, das ist meine Strecke. Ja, ja. Ich fahr jetzt auch Bambus. 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 So. Oh mein Gott. Da 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 da. Drei Ecken hat mein Hut und hätte er nicht drei Ecken, so wär es nicht mein Hut. Fahrt beginnen. Weiß was ich für was ich eine Strafe bekomme, aber okay. Fahrt starten. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich die gleiche Strecke wie Ryan. Oh nein! Oh doch! 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 Oh, doch, oh. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh, oh nein! Oh doch! Oh. Bitte, bitte! Erzähl uns ja gleich! Piu, 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 piu. Welche muss ich danach fahren mit dem Cats, ne? Das ist sogar noch ja. Besser als mit Pommes. Echt? Ich glaube. Mit Frische. Was hm? Oh. Hast du deine Liebe wieder entdeckt? Ne, sie hat gerade irgendwas von Pommes gesagt und da habe ich frische Stimme gehört und dann war es vorbei. Ja, aber das ist Ricky drauf. Liebe. Ich weiß ja, dass ihr euch liebt. Das wahre Männerliebe. Hm. Ja, klar. Wache Liebe gibt es. Okay, das klingt jetzt falsch. Sag das einmal so und ich gehe. Hier muss ich raus. Was? Du weißt ganz genau, was ich meine. Das klingt gerade sehr weißt, falsch, was da passiert. Du weißt das klingt genau, grad, was ich meine. Ja, das klingt gerade sehr falsch, was hier passiert. Was passiert dir denn? Die Geräusche. Ja. Genau das. Ich will hoffen, auf diesen Pommes ist sehr viel Mayo drauf. Nee, das sind keine Pommes. Achso, ich dachte, es ist weiße Soße. Und rote Soße. Frisches geht zum Arzt. Frisches soll zum Arzt gehen. Wegen der roten Soße. Eine Periode. Oh, ja. Lass ihn doch. Das war Schmerz. Ist nur neidisch, weil du den noch nicht hast. Ich hab meine schon gehabt. Die hat drei Wochen angedauert. Ich möchte jetzt offiziell gehen. Offiziell nein. Doch, offiziell ja. Ganz, ganz dringend, ganz schnell. Nein. Doch. Warum willst du gehen? Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Danke, mein Schatz. Oha, ich habe da nicht wieder zu machen. Warum fühlst du dich da angetroffen? Was ist mit dir falsch? Was denn? Hat sie dich jemals so genannt? Was? Warum fühlst du dich dann da angesprochen? Weiß ich da nicht, Mann. Ich fühle mich bei Frisches angesprochen, wenn er das sagt. Ah, okay. Interessant. Interessant. Fahrkarten, bitte. Es tropft. Ja, wenn du die ganze Zeit im Bus sitzen bleibst, kann ich ja nichts dafür.
Jungs. Der Typ hat sich gerade auf, aufgeregt, dass ich schon wieder seine Karte sehen wollte. Ach so. Ja, wenn er die ganze Zeit im Bus sitzen bleibt. Ich merke doch die Leute nicht, die da im Bus ein- und aussteigen. Doch. Den musst du. Warum? Gute Busfahrer müssen das wissen. Ich bin doch kein guter Busfahrer. Ja, normalerweise zeigst du das ja auch, wenn du einsteigst und nicht, du setzt dich einfach hin. So, ne? Ja, ich darf wieder hupen. Geil. Das wird eine kleine Schweinerei. Ja, mein Essen tropft. Was denn? Es tropft wirklich. Wegen der Soße. Der weißen und der roten. Eier. Nee, Eier sind da nicht bei. Den fand ich jetzt gut. Das ist fast wie der Judenduden-Witz, den fandst du gut. Was denn? Muss ich fragen oder einfach hinnehmen? Einfach hinnehmen. Guck dir einfach irgendwann später mal das Video an. Und irgendwann kommt der Judenduden-Witz. Schön. Einfach ja. Schön. Schön, einfach schön, ja. Dann fahr ich mal zur Kläranlage. Oh, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten See gewesen. Was denn für ein Huhn, Mann? Hör doch mal auf zu saufen, Junge. Huhn. Alter, ich kann das Huhn nicht mehr so richtig schön machen. Oh, Mann, meine Stimme ist komplett im Arsch. Absolut pünktlich. Danke sehr. Warum muss ich hier halten, wenn keine Ausschreibung will? Das heißt ja auch Uwe. Und nicht Huhn. Uwe. Uwe. Ich meine, das ist nur noch 0,4 Kilometer von mir entfernt. Uwe? Ich sollte das lassen, sonst haben wir gleich ein ganz großes Problem hier. Uwe? Nee, lass mal. Ich sag das jetzt lieber nicht mehr. Nee. Ja. Ja, genau, das ist das Problem. Zum Glück rufe ich dich heute auch an. Das klingt auch gar nicht falsch. Ja, ich ruf dich halt an. Ja. Okay. Ja. Hallo, Ryan. Hallo. Uwe? Was ist eine kranke Eule? War das denn? Ryan, krieg ich das bitte als Klingelton? Oh, nein. Mann. Oder als Nachrichtenton? Nein. Oh. Was ist mit dir los? So ist es jetzt Nachrichtenton? Na ja, klar. Warum nicht? Warum ist keine Frage, wo man mit Ja klar drauf antworten kann? Na klar. Nein. Wo hab ich denn? Hier ist die Fahrkarte. Ich dachte, ich hätte... zwei Schwarzfahrer. Ist die Fahrkarte? Hast du auch einen Dark Mode gefunden? Ja. Ich hab den Typ jetzt das dritte Mal gefragt, ob er eine Fahrkarte hat. Ich bin stolz auf mich. Schön. Na, deine Fahrt beendet? Ryan? Gleich. Nein. Also. Nicht? Aber gleich. Nicht so. Wollte gerade sagen, weil ich fahre ja jetzt gerade die gleiche Strecke wie du. Ja, nicht. Wie gesagt, ich hole mir danach jetzt bestimmt was zu trinken, was Neues, und dann starte ich das Spiel mal neu. Dass ich eventuell mit dem Gelenk bestellen kann. Ist das Uwe? Ja, ich hatte mal einen Schwarzfahrer. Kommt zwar selten vor, aber ich hatte mal einen. Ja, wie gesagt,
Ich häng da breit ein Schild dran, Alter. Ich frag so lange, bis sie aussteigt. Ich frag so lange nach der Fahrkarte, bis sie sich halt eben nicht mehr sehen will. Was steht die denn daran nicht? Alles? Ja, ich merk's. Hi, Brill, ich komm dir näher. Kannst du das bitte anders sagen? Wieso? Das hat schon gepasst. Ich komme dir näher. Ja, und? Ich komme mir auch näher. Oh. Ach so, da. Ist egal. Nee, ein Wunder, dass du nicht näher kommst. Nee, ich geh jetzt. Nein. Okay, bis gleich. Nein. Ach Mann, jetzt ist er weg. Ich bin ja noch da. Ja. Und dem. Gott. Ja, bei den Wolken im Schwimmbad, okay. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Bin auch da. Ja. Tschüss. Aua. Danke. Und auf geht's zum Heuschober. Da wollte ich schon immer mal hin. Ein Wochenende im Heuschober verbringen. Nächster Halt zum Heuschober. Moment, wo ist mein Hut hin? Ach, ich liebe die Sonne. Mann, ich kann den Typ nicht mehr abkassieren, Scheiße. Augenblick. Da liegt schon wieder Müll. Jawohl. 3850 im Plus. Ich hab doch gesagt, ich mach die mit dem Plus weg. Ich hab sie vergessen. Da bin ich wieder. Bibi! Arine, ich hab's im Plus weggeschafft. Oha. Ja, obwohl ich einen Fußgänger überfahren habe und minus 20.000 gemacht habe. Erst grenzwertig, wenn von hinten angestoßen wird, mal so, ne? Ich hab dich schon verstanden. Ryan, danke, Mama. Danke. Okay. Was will ich jetzt? Ach ja. Fahrt beginnen. Gelenkbus. Was soll ich jetzt machen? Einen toten Bambus? Du fährst jetzt die 8, ja. Die 8. Okay. Musst du doch merken, was du gefahren bist. Drehst du mit einem etwas längeren oder lass ich drehen? Was? Ja. Man muss ja auch mal mit langen Sachen probieren, umgehen zu können. Kann ich gehen? Nein. Dann gib zu, du willst auch nur mal was Langes haben. Weg. Ja, die ganze Zeit mit so einem kurzen Rumfahren, das ist halt auch blöd. Ja, ne? Ah. Kann ich verstehen. Die kurzen bringen es halt ja auch nicht immer. Nee, naja, das ist. Ich weiß noch nicht, mit welchem langen ich vor. Ich glaube, mit dem passt. Oh ja, der ist sexy. Das ist der streifige, ne? Der streifige lange. Jo. Ja. Ryan hat sich erstmal abgeschaltet. Ja. Ryan denkt sich nur so, okay, ich bin weg. Na klar. Ist das Spiel wieder so laut? Bevor ich hier irgendeine Fahrkarte rausgebe, Mann.
Müssen wir Spiel leiser machen. Warum ist das auf einmal so laut? Gute Frage. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Albert, ich komme dir wieder näher. Erwischt. Juhu, Blitzerfoto. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der sich über ein Blitzerfoto freut. Ja, in echt würde sich auch nicht freuen. Frag Frisches. Ich freue mich auch in echt über ein Blitzerfoto. Sind denn nicht meine Fotos? Jo, aber ich glaube, wenn es deine werden, wird es sich nicht mehr freuen. Kommt drauf an, wie viel es zahlen muss und wie richtig gut es ist. Wird, wenn dir eine Taube das Blitzerfoto auf Sportweise genau in dem Moment an deinem Nummernschild vorbeifliegt. Das ist dann richtig gut. Ist dir das etwa schon passiert? Nee, ich habe witzigerweise noch kein Blitzerfoto. Ich habe jetzt auch wieder einen Unfall gebaut. Och, Mann, ey. Ja, langsam Zeit, merkst du, ne? 0,2 Kilometer. War bei Rot. Ich hab keinen Bock zu warten. Da ist jemand in mich reingefahren. Und ich habe eine Ampel mitgenommen. Ryan, das wird eine Minustour. Ja. Minus 5000 habe ich schon. Bin ja nichts anderes von dir gewohnt. Wieso? Die letzten drei Fahrten war ich super. Nächster Halt. Ja. Oh. Hallo, Hybrid. Oh. Sie ist hinter mir. Hi. Hi. Hier. Hi. Hier. Hi. Wo hab ich denn? Hi. Ah, hier bitte. Hi. Hi, Fisch. Was Max wollen wir tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch. Oh nein, bitte keine Fischwitze. Du hast damit angefangen. Ich hab nur Hai gesagt. Ja. Ja. Und was ist ein Hai? Jetzt mal Hallo gesagt. Dann wäre uns das erspart geblieben. Danke. Eine Sache, bitte. Ob er durchdreht? Was soll ich denn sagen? Ich bin die ganze Zeit schon. Ich bin schon seit 6 Stunden hier. Kann ich bitte ja, aber. Du hast ja mit dem Ganzen hier angefangen. Nein, ich hab damit gar nichts zu tun. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Ja, nee, du hast mit dem Bus-Simulator angefangen. Ich bin langsam drüber gefahren. Ja, aber wahrscheinlich nicht langsam genug. Doch, ich war 130. Das glaube ich dir nicht. Doch. Ich hab leider nicht geguckt, sonst hätte ich es sehen können.